Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aufgrund der Zeit, die wir so wenig haben, werde ich jetzt auf Loben verzichten. Es gibt meinerseits auch nicht sehr viel davon. Ich muss sagen, im Bereich der Ausgaben für Integration und die Integration der Flüchtlinge setzt sich eigentlich das fort, was meine Kollegin Frau Böhm schon vorgetragen hat. Zwischen den Gewährten und dem Benötigten existiert immer noch eine sehr große Lücke, meine Damen und Herren. Wir haben in diesem Jahr intensiv diskutiert über die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Rolle spielten dabei die Ausländerbeiräte, die hier an der Anhörung eindrücklich erzählten, mit welchen geringen Mitteln sie versuchen, ihre Arbeit umzusetzen. Bei einigen Ausländerbeiräten reicht das Geld noch nicht einmal für Kopierpapier, ganz zu schweigen von einem Kopiergerät oder dergleichen. Auch die AGA ist derzeit vor sehr große Herausforderungen gestellt. Ich meine, sie muss schließlich Informations- und Wahlveranstaltungen für die kommenden Ausländerbeiratswahlen initiieren, und das unter den gegebenen Umständen, unter Corona-Einschränkungen. Und trotz umfänglicher Aufgaben stagniert die finanzielle Unterstützung der AGA seit Jahren auf niedrigstem Niveau, meine Damen und Herren. Ein kaputt gespartes Gremium kann aber nicht anständig arbeiten. Bitte? Wie gesagt, ich kann es Ihnen gerne noch einmal sagen, ein kaputt gesperrtes Gremium kann nicht vernünftig arbeiten, meine Damen und Herren. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Sie planen ja außerdem, weniger Geld auszugeben für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ich meine, das ist für uns absolut nicht nachvollziehbar. Zum einen waren noch nie so viele Menschen weltweit auf der Flucht wie heute, meine Damen und Herren. Und zum anderen wissen wir doch, wie unzumutbar und unmenschlich die Unterbringung in Hessen ist von geflüchteten Menschen. Spätestens jetzt wird es doch Zeit, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen und diese Menschen endlich wie Menschen zu behandeln, meine Damen und Herren der Regierungskoalition. Ich meine, das wurde jetzt heute auch schon zu Genüge gesagt. Wir brauchen hierfür eben eine Wohnraumoffensive. Am wichtigsten ist hier natürlich die Kehrtwende hin zur dezentralen Unterbringung. Aber kurzfristig brauchen wir eben auch Mittel, um die Belegungsdichte zu Corona-Zeiten eben in den Unterkünften zu verringern. Und da sehen wir leider auch keinerlei Initiative der Landesregierung, obwohl Angebote in diesem Bereich ja von den Landesjugendherbergen und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Es geht eigentlich nur darum, dass sie Liegenschaften anmieten müssen, um eben hier die Belegungsdichte zu entzerren. Sie weigern sich aber seit Monaten vehement dagegen. Wir verstehen es nicht, warum. Zwar haben Sie recht. Ich meine, dass in diesem Jahr weniger Menschen in Hessen angekommen sind, das trifft zu. Die Zahlen der Unterzubringenden sind dann auch dementsprechend gesunken. Das liegt doch aber nicht daran, meine Damen und Herren, dass eben nicht mehr Menschen fliehen. Das liegt doch nur daran, dass an den europäischen Außengrenzen tagtäglich die Menschenrechte verletzt werden, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt weiterhin darauf bauen, dass weiter Flüchtlinge illegal davon abgehalten werden, hier ihren Asylantrag zu stellen, dann können Sie natürlich weniger Mittel einstellen. Dann haben Sie recht. Wenn Sie aber nicht darauf vertrauen wollen, dass die Deals mit Diktatoren halten und die Menschenrechtsverletzungen weitergehen an den europäischen Außengrenzen, wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, Gelder nicht zurückzufahren. Und eins noch, nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern auch generell ist der gesundheitliche Versorgungszustand von Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen noch, da ist in dem Bereich noch viel zu tun. Ich meine, noch immer gibt es zum Beispiel kein medizinisch geschultes Personal, also keine Fachdolmetscherinnen und keine Fachdolmetscher. Noch immer ist die psychosoziale Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund allgemein, aber die der geflüchteten Menschen insbesondere unzureichend. Und noch immer gibt es viele unversicherte Menschen, darunter eben auch viele mit Migrationshintergrund, die nicht wissen, wohin sie sich im Krankheitsfall wenden sollen.
Sie wollen zwar den von uns eingereichten und ausgearbeiteten Gesetzentwurf nicht annehmen, machen aber auch keinerlei eigenen Vorschläge diesbezüglich, wie diese Menschen eben gesundheitlich versorgt werden können. Aber auch in diesem Bereich werden wir natürlich weiter Mittel für Clearingstellen und für unseren Gesetzentwurf beantragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.